Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Neues erleben wollt. Heute geht's weiter quer durchs Ravensburger Spieleland. Uns verschlägt's diesmal zu den Nilpferden in der Wasserbahn. Und juhu, es kann schon losgehen. So schnell kriegt man das sonst selten hin, weil man lange anstehen muss. Diese Attraktion ist sehr lieb. Aber ihr seht ja auch warum. Wasserattraktion, Zentrifuge, Fliehkräfte, die sich, Achtung, beeinflussen lassen. Ihr seht das schon. Abschwächen, wieder verstärken. Abschwächen, wieder verstärken. Und es handelt sich um Wasser. Also nichts für Leute, die nicht nass werden wollen. Aber an so einem Sommertag und an den anderen Tagen, super. Also, warum nicht? Immer her mit dem Wasser. Damit ihr wieder seht, wo das genau liegt, hier der Blick vom Aussichtsturm. Es befindet sich also in der kunterbunten Spielewelt und diese liegt im Grunde zwischen Raketenblitz, Alpinrafting, Quietscheentenrennen und dem Memoryflug. Und für wen ist die Attraktion alles geeignet? Naja, ihr müsst mindestens 6 Jahre oder 1,10 Meter groß sein, dann könnt ihr das mit einem Erwachsenen machen. Oder wenn ihr das alleine machen wollt, müsst ihr mindestens 8 Jahre oder 1,20 Meter groß sein. Und schon Lust bekommen? Dann ran an die Ruder, wie Captain Blaubeer sagen würde, und los geht's ins Ravensburger Spielland. Und ich freue mich natürlich selbstverständlich wieder auf einen netten Kommentar, einen Daumen nach oben und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein wollt, lasst gerne ein Abo da. Bis dahin, ciao und viel Spaß!